Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, die sind hier unterwegs von unserem Fährhafen zur Stadt nach Wien? Wien? Doch, Wien war's. Ich muss mal wieder gucken. Doch, klar, das ist Wien, was soll es sonst sein? Ja, und hier ist die Brücke. Hier soll er dann langdüsen, unser ICE. Von weit hinten kommend, hier rüberschießen und dann, ja, geht's wahrscheinlich hier in den Berg rein. Jetzt gibt es aber noch mal ein kleines Problem, und zwar war das Problem mit dem Anschluss an den Güterbahnhof nicht in Birkenfelde. Das war ein Fehler vom Kommentarschreiben. Ja, nicht nur ich mache Fehler, auch ihr macht Fehler, blö. So, leg, Käse, mach, hier, danke. Eben, das war nicht hier, sondern das war in Krusenfelde. Ja, wo ist denn Krusenfelde? Das ist hier hinten. Okay, hier waren wir doch schon Ewigkeiten nicht mehr. Wie können wir denn hier ein Problem haben? Wir schauen mal. Also das Problem ist, ja, immer mit dem Güterbahnhof. Der Güterbahnhof, das ist der Personenbahnhof. Wo haben wir denn den Güterbahnhof? Ach genau, hier sind wir so einmal um die Kirche rum. Mit dem Cola-Zug. Das ist eigentlich irgendwie cool hier. Also da müsste man sowieso öfters mal vorbeischauen. Aber wir haben ein paar so Städte, wo eigentlich relativ viel los ist. Ich sehe gerade nur nicht, wo hier ein Güterbahnhof sein soll. Das ist der Personenbahnhof. Hier haben wir das Depot. Ist das Krusenfelde? Krusenfelde. Ich glaube, lieber Kommentarschreiber, du hast dich nochmal um ein Städtchen vertan. Kann das sein? Ich sehe ja nicht, Mann. Ja, hier hinten ist so ein Teil. Ach, okay, Moment. Ich glaube, jetzt lichtet sich das Problem. Von wegen eben, dass der Güterbahnhof nicht an die Stadt angeschlossen ist. Aber deswegen haben wir ja die LKWs installiert. Die hier. Die liefern das in die Stadt. Bin ich jetzt richtig? Also war das richtig mit Krusenfelde? Du hast geschrieben Krusenfelde. Dann muss es Krusenfelde gewesen sein. Eben, das ist ja eigentlich, ja, das wird gelöst durch die LKWs, die hier reinfahren. Falls ich jetzt hier irgendwo einen Käse erzählt habe, dann bitte nochmal in die Kommentare schreiben. Gut, lasst uns weiter basteln. Übrigens, was mir auch gerade noch einfällt. Ich habe ein neues Aufnahmeprogramm. Das teste ich jetzt heute gerade zum ersten Mal. Ich bilde mir ein, wir haben ein paar Frames mehr. Das ist jetzt vielleicht auch nur Einbildung. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ein paar Frames haben wir durch dieses Programm dazu bekommen. Denn die Aufnahmeprogramme, die greifen natürlich auch immer noch ins Spiel ein und kosten Frames. Und offensichtlich ist das hier jetzt ein bisschen besser. Das ist Mirillis Action, heißt das Teil. Das ist aber ein Aufnahmeprogramm wie halt DxTory und so weiter. Wer auch Videos macht, kennt das wahrscheinlich. Da habe ich übrigens noch zwei Keys. Also falls jemand noch einen Key brauchen kann dafür, bitte schreibt es in die Kommentare. Und schreibt da einfach rein, bitte, wofür ihr das brauchen könntet. Weil es macht keinen Sinn, wenn ihr im Internet primär Musik hört und dann so einen Key habt. Sondern das soll schon für jemanden sein, der das auch nutzen kann. Also einfach in die Kommentare reinschreiben, ich hätte gerne einen Key, weil ich mache halt auch Videos oder irgendwie sowas in der Richtung, und dann bekommt ihr auch so ein Teil. Ich werde jetzt mal, wie gesagt, mit dem Programm ein bisschen testen. Also im Moment bin ich zufrieden. Ich werde wahrscheinlich zumindest unser Transportfieber mit Mirillis Action aufnehmen, künftig. Gut, wir machen weiter. Eine Brücke, Hochgeschwindigkeit. Der Weg ist eigentlich nicht mehr weit. Hier geht's eh in den Berg rein. Ich muss mal schnell gucken. Also, wenn ich von Frame-Verbesserungen rede, dann rede ich natürlich davon, dass wir vielleicht statt nur 20, 25 haben und nicht gleich 60. Also so viel kann ein Aufnahmeprogramm dann doch nicht retten. Aber das sind natürlich dann doch eben 5 Frames. Wenn es denn 5 Frames sind, wie gesagt, ich bin noch am Gucken. hier rein und hinten raus. Ja, ist eigentlich das naheliegendste, dass wir hier irgendwie rüberkommen. Und dann hier vielleicht hier unten durch, wo wir ja dieses Loch haben von früheren Arbeiten, dass wir da irgendwie ins Gleis reingehen. Da haben wir noch einen Tunnel, da müssen wir dann gucken. Ja, werden wir schauen. Ich würde, oder lass uns doch jetzt schnell schauen. Moment, das hier hinten, das bauen wir mal, weil da wird sich nicht viel dran ändern, dass wir da rein wollen. Ich hoffe, ich habe das richtige Gleis. Jawohl, habe ich. Also, dann schauen wir mal, was wir hier an Linien haben. Wir haben hier folgendes. Wir könnten mit der da rein. Dann könnten wir nämlich dieses Gleis hier verwenden, weil hier hinten, wobei wir haben ja die freie Auswahl. Wenn man hier guckt, hier geht zwar noch eine rein, aber diese beiden Gleise, die sind tatsächlich noch nicht benutzt. Wobei, ich sehe gerade, was haben wir denn hier unten? Ach, da steht ein Zug drin. Jetzt dachte ich, das sei noch eine gelbe Linie, dass wir hier auf dem gleichen Gleis stehen. Nö. Das ist ein Zug. Okay, mit dem gehen wir darüber. Der muss ja nicht weiter.
dann könnten wir mit der anderen ICE-Linie dann in dieses Gleis rein. Oder wir nutzen halt doch diese beiden Gleise. Die sind aber eben auch nicht komplett frei. Da wäre das rechte frei. Ich weiß nicht, was wir besser machen oder was wir besser machen sollen. Ich würde sagen, wir machen das, wie ich es gerade gesagt habe, nämlich zack, einmal diesen, dann diesen. Und dann hätten wir hier gerne in Wien, Blödsinn, in Köln. Ich verwechsel die beiden Städte immer. Die liegen auch so nah beieinander, zumindest bei uns auf der Map hier. In Gleis 16 rein in Köln. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das müsste zu machen sein. Jawohl, abgeschlossen ist es. Okay, dann haben wir nämlich jetzt hier freie Bahn. Dann können wir da in dieses Gleis rein. Müssen wir dann mit der Weiche irgendwie noch gucken, dass wir das ein bisschen ändern. Okay, wir holen uns das zweite Gleis, wobei das zweite Gleis haben wir da. Dann würde ich sagen, dann gehen wir erstmal durch den Berg durch. So, nochmal ein bisschen husten. Ja, aber ein bisschen weiter runter wäre noch eine Idee. Wo kommen wir denn raus? Hier mit einer Brücke. Naja, wir gehen noch weiter runter. Dann hätten wir das so. Und wenn wir noch weiter runter gehen, ja, dann kommen wir hier offensichtlich nicht mehr raus. Oder wir bauen es halt in kleinen Schritten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich gucke nochmal, ob wir das nicht einfach in einem Wisch sozusagen hinkriegen. Wenn wir diese Brücke nehmen und das Ganze hier hinziehen, müssen wir eigentlich genug Weg haben, um hier irgendwie durchzukommen. Doch, das hätten wir. Wie würde es denn optisch aussehen, das Ganze? Eigentlich relativ nett. Gefällt mir eigentlich relativ gut hier aus der Röhre raus auf die Brücke rauf. Machen wir hier apropos Röhre eine Röhre. Und als Brücke, ja, vielleicht mal wieder die hier mit dem Geländer. Das wäre doch eine Idee. Nehmen wir mal. Jetzt mal gucken, wenn wir hier lang gehen. Ja, ja, das wird schon klappen. Da können wir ja noch weiter runter. Also das so machen. Und dann hier relativ gerade in dieses Gleis reindüsen. Hätte natürlich auch was. Das Ganze noch aufschütten. Wisst ihr, was das machen wir? Oder ihr wisst, was jetzt kommt. Einmal Dammtest. Damm, damm, damm. Ja. Oh ja. Gefällt mir eigentlich gut. Weil es grenzt irgendwie das Städtchen ein. Und das mag ich, dass hier hinten wie fertig ist mit dem Städtchen. Ja, 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 ja. Das ist gebonkt. So, einmal diesen hier. Ich habe gesagt, wir haben noch andere Dämme. Das müsste man tatsächlich mal noch gucken. Das fällt mir aber immer erst ein, so, nachdem ich den anderen Damm gebaut habe. Auch eher doof. ja, machen wir das so, dass wir hier tatsächlich nur da reinkommen, würde ich vorschlagen. Dann kommt sich die überhaupt nicht ins Gehege. Ich müsste hier Kollege Weiche bitte noch weghaben. Geht ihr mir nicht? Warum kriege ich dich hier nicht an die Angel? Naja, egal, machen wir alles weg. Können wir ja wieder hinstellen. Das ist ja egal. Also, hier eine Weiche da rein. Und mit dir würden wir gerne hier raus. Und dann hier lang. So, mal gucken, kommen wir da rein. Oh, nicht abstürzen. Steigung zu groß. Oh lala. Okay. Ja, aber da können wir nicht weiter runter. Wir kommen ja natürlich auch von unten. Das habe ich ein bisschen übersehen. Hier geht sogar eine Röhre rein. Also sprich, hier müssen wir tatsächlich relativ schnell Höhe gewinnen. Deswegen nehme ich das nochmal weg. Ja, wir haben hier eigentlich das Maximum, was man an Höhe gewinnen kann. Das wird nicht reichen. Wir sind hier unter der Erde, da sind wir darüber. Ich baue es trotzdem mal, um zu gucken. Ja, nee, das geht nicht. Gut, das ist natürlich schade. Da müssen wir das anders machen. Die Frage ist wie. Wir müssen hier weiter runter. Das nochmal wegnehmen. Ja, wir müssen tatsächlich nochmal ein Stück vom Damm kappen. Oder den ganzen Damm kappen. Den können wir ja wieder hinstellen. Ist ja kein Ding. Wir müssen hier mehr Gefälle haben. Zur Not müssen wir hier den Weg ein bisschen länger machen. Also weiter runter kommen wir nicht. Dann machen wir den Weg weiter. Das wäre dann so, dass wir hier so lang gehen und dann da rein. Ja, wir müssen mal gucken, ob das reicht. Weiter runter kommen wir nicht. Hier oben Kurve rum. Das wird halt auch nicht reichen. Nein, Steigung zu groß. Wie kommen wir denn da runter? Das ist ja schon, wir müssen viel tiefer reinkommen. Also das nochmal kappen. Ich habe tatsächlich übersehen, dass der Bahnhof da natürlich ein bisschen, ja, fast schon unterirdisch ist. Also wir müssen hier schon ganz ein anderes Gefälle einstellen.
Und dann ist die Brücke je nachdem halt ein bisschen krumm. Die schießt aber auch relativ gerade raus da. Also nicht mal gerade, sondern ja, halt wieder so raketenmäßig. Das geht aber gar nicht. Da haben wir auch schon das Gefälle so, wie wir es eben nicht brauchen können. Moment, wo warst du? Dich hatten wir. Dann machen wir das mit einer Kurve. Dass wir hier so rübergehen. 120, im Ernst jetzt? Liegt das an der Brücke? Oder an der Kurve? Das liegt tatsächlich an der Kurve. Okay, dann machen wir das mit 260. Dass wir hier lang düsen. Und dann halt da oben, je nachdem, vielleicht sogar ins Tunnel ran. Bau das mal. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Okay, dann hätten wir aber einen Tunnel hier nochmal. Das ist zwar egal, dann ist aber der schöne Damm weg. Nochmal husten. Ja gut, wisst ihr was? Wir machen dieses kleine Teil hier zum Damm. Das ist ja dann im Prinzip fast nichts. So, das müsste jetzt eigentlich passen, würde ich sagen. Kommen wir dann in den Tunnel rein? Wahrscheinlich ja. Wir machen es mal. Oder wir könnten das sogar jetzt schon ein bisschen drehen. Jetzt sind wir definitiv wesentlich weiter unten. Ja, das würde funktionieren. Okay, Moment. Wenn wir hier andocken und hier nochmal die Röhre machen. Ja, das würde klappen. Dann kommen wir hier raus. Dann haben wir hier eine Röhre. Eh cool. So, da rein. Ich hoffe, ich habe das richtige Gleis. Sonst müssen wir hier halt nochmal kurz reparieren. So, das würde hier so rausgehen. Dann hier durch. Nach hier. Und dann da vorne. Haben wir, was haben wir denn? Ach, wir sind erst mit einem Gleis durch die Röhre durch. Okay, da haben wir das Rechte. Das Rechte. Rechts. Müsste ein Gleis kommen und wir sind links. Okay, macht aber nichts. Das können wir natürlich bauen. Und müssen dann, ja, irgendwo da vorne. Wobei, das ist Käse. Wenn wir hier vorne korrigieren, dann haben wir da eine Bremse drin. Ich würde, wenn korrigieren, dann hier. Dass wir hier eben das Ganze anders machen. Lass mich mal kurz kappen. Nochmal kurz husten. Ja, irgendwann wird der Heise wieder gesund. Hofft er zumindest. Also, ne, müssen wir anders machen. Dass wir irgendwie so hier lang gehen. Wir können ja hier eigentlich in eine Weiche rein. Moment, dass wir das hier eingleisig haben. Würde ja funktionieren und dann hier im Tunnel drin zweigleisig werden. Es sähe ja cool aus, wenn hier noch ein Gleis wäre, aber wenn es nicht funktioniert, dann ist natürlich auch nicht wirklich ideal. Wie könnten wir es denn sonst lösen? Wenn wir hier den machen und dann da reingehen. Nochmal kurz kappen. So, nochmal kurz Gleis nehmen. So, das war... Ja, es geht nicht. Moment. Moment. Jetzt muss ich schnell gucken. Hier raus. Das würde ja zumindest schon mal funktionieren. Und jetzt eben mit dem Gleis da rein. Okay. Und mit dem Gleis. geht nicht. Das nochmal kappen. Das nochmal weg. So, nochmal gucken. Das werden wir dann natürlich alles mit dem Wischmob wieder entsprechend korrigieren. So, Röhre, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Jawohl, doch funktioniert. Moment. Nein, funktioniert nicht. Oder ist da noch Gleis im Weg? Nein. Aha, mit ganz kleinen Schrittchen. Dann funktioniert es. Okay, da rein. Und jetzt bin ich wahrscheinlich auf der falschen Seite. Wehe. So, nee, das müsste, eigentlich müsste es stimmen. Eigentlich müssten wir hier hinten reinkommen. Rein theoretisch. Einmal über die Alpen rüber. Dann hier hin. Und dann sieht man da vorne. Da ist das Gleis. Doch, das passt. Wunderbar. Dann haben wir das hier gebaut. Einmal rüber gucken. Hier einmal durchs Tunnel durch. Und hier hinten ins Gleis rein. Das ist eigentlich perfekt. Gut, wir können die Signale pflanzen. Wäre einmal hier. Dann Gegensignal. Sorry, wenn es immer mal wieder kurz leise wird, dann bin ich am Husten. Ich schneide das ja jeweils raus. Mache ich natürlich auch hier. Aber ich kann, wenn ich huste, beim besten Willen nichts sagen. Das wird ein bisschen schwierig.
Gut, dann einen Block. Dann hier einen Block zwischen Ausfahrt und Brückenbeginn. Dann gerne auf der Brücke einen Block. Und das werden dann natürlich wieder ordentlich viele ICEs, ganz klar. Wir müssen mal gucken, was wir alles haben an ICE. Jupp, dann darüber. So, da kommt gerade eine Steam-Meldung. Ich weiß nicht, ob die im Video drin ist. Dass eben ein neues Aufnahmeprogramm ist. Ich weiß nicht, ob das übertragen wird. Falls nicht, dann wundert euch nicht. Aber hier unten steht gerade was. Aber nicht so wichtig. So, wir sind am Signale setzen. Das ist wichtiger, denn wir wollen natürlich den IC jetzt sehen. Okay. Ist doch noch ein ordentliches Stückchen, merke ich gerade. Aber das ist auch cool so. So, hier nach vorne. Hier wieder auf die Brücke. Die Lags haben wir natürlich trotzdem. Die haben ja auch nichts mit dem Aufnahmeprogramm zu tun. Das ist halt tatsächlich eine klassische Transportfieberkrankheit. So, einmal davor, einmal danach. Und hier unten kommen wir dann tatsächlich in den Bahnhofsbereich. Das heißt, wir machen hier nochmal ein Signal. Und hier vorne gibt es die Bahnhofssignale. Beziehungsweise hier fehlt natürlich noch Kollege Weiche. Weiche, Weiche, Weiche. Gerne altes Gleis. So, mal gucken, ob es funktioniert. Jawohl, das funktioniert. Sehr schön. Okay, Signal. Einmal hier. Und dann hätten wir noch gerne ein Gegensignal. Wenn wir hier reingehen, da lang, dann haben wir da vorne das Signal. Machen wir doch hier ein Gegensignal hin. Okay, wir haben ja sowieso noch eine Unterführung, also einen Bahnübergang im Tunnel drin. Gut. Die Linie von hier, da muss ich aufpassen, nicht den Güterbahnhof erwischen. Weit, weit hier rauf und hier in den Lütticher Bahnhof von Köln rein. Und dann mal gucken, was macht die Linie. Die macht genau, was sie machen soll. Hier kann sie gar nicht anders. Das passt schon mal. Und hier vorne in Frankfurt ist es wahrscheinlich, behaupte ich mal, egal, wo wir reingehen. Das werden wir aber gleich sehen, sobald das Lag wieder weg ist. So, hier rein. Und hier unten ist keiner drin. Beziehungsweise da vorne ist jemand drin. Nee, nee, das passt. Perfekt. So, Hust, Hust. Ja, haben wir. Können wir eigentlich benennen. Das gibt dann die ICE-Linie Frankfurt-Köln. So, auch gut. Dann hier noch abschließen und dann gucken, wie kommen wir hier in unser Gleis rein. Hier rüber. Ja, hier geht's überhaupt nicht. Vielleicht mit einem Depot von hier. Dass wir hier noch eine Weiche rüberziehen. Das würde gehen. Wenn es denn geht. Ja, ja, wenn es denn geht, wird's gehen. Das ist soweit klar. Mal gucken. Hier raus. Hier rein. Das würde klappen. Dann hier rüber. Das würde wahrscheinlich nicht klappen. Kommen wir direkt rüber. Oh, das würde sogar gehen. Moment, wenn ich ein bisschen zurückgehe. Okay, cool. Quer rüber. Zack. Ist ja Bahnhof hier, dann macht das nichts. Cool, gefällt mir. Lasset uns doch die ICEs kaufen, würde ich sagen. Da waren wir aber ganz kurz. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt habe ich hier das HUD vom Aufnahmeprogramm genau über meinen Dings hier. Wo speichere ich? Hier, speichern. Test, speichern, überschreiben. Jawohl, dankeschön. Weil Zukauf gleich Zukauf, Zukauf gleich Sicherheitsspeicherung. So, da wieder zumachen. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir denn alles an schönen ICEs? Wir fangen mal unten an. Das sind die ganzen Hybride. Da haben wir den ICE-7-Teiler, einen 10-Teiler. Wie lang bist du? Wir kaufen dich mal. 185 Meter. Naja, das geht alleweil. Dann nehmen wir den. Der ist 132 Meter. Okay, den Chiruno haben wir auch noch nicht. Den nehmen wir auch. Ist zwar eine ICE-Linie, der hat dann 200 Meter. Aber der macht 250. Und die ICs, die machen, glaube ich, die machen ja auch nur 250. Okay, aber 250 ist definitiv schnell genug. Ich möchte die jetzt halt eben auch noch auf der Piste haben. Den ETR eigentlich auch noch mit 360. Und dann gucken wir mal. Ich weiß, ich habe die Linie jetzt als ICE-Linie benannt.
Da gehört wahrscheinlich der Giruno nicht unbedingt dazu. Das ist ja der Zug, der durch Scotthard massiv durchrauscht. Da haben wir noch den Diesel. Der macht aber nur 200. Den nehmen wir definitiv nicht. Aber den hier noch, den IC3, den normalen. Und dann haben wir halt eine Mischung aus ICE-Linie, verstärkt mit ETR und mit Giruno. Weil es wurde sowieso öfters in den Kommentaren geschrieben, nimm doch mal den Giruno noch. So, dann haben wir den nämlich jetzt hier drauf. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Züge, sehe ich das richtig? Das sind definitiv zu wenige. Da nehmen wir noch mal ein paar ICEs dazu. Ich würde vorschlagen, gleich mal den noch mal. Okay. Ja, dann ist hier ordentlich Betrieb. Okay. Ja, noch ein. Gut. Linie zuweisen. Das wäre dann ICE. Nicht Rundkurs. Moment, bisschen rauszoomen. Ja, die ist nicht da, weil die geht natürlich nicht so weit. Während ich hier wieder huste. Das ist schon blöd. Da ist das Fieber endlich weg. Das Schluckweh ist weg. Da wird man dann die ganze Zeit husten. So, hier. IC-Linie Frankfurt-Köln. Zuweisen. Scheint zu klappen. Wir gehen raus. So, Mann hier zu. Und gehen natürlich gucken, wie die Züge hier rauskommen. Je nachdem müssen sie ein bisschen warten, weil hier ist natürlich auch noch Verkehr. So, da bin ich wieder. Tja, abgestürzt. Keine Ahnung warum. Der erste IC kam raus und Schlurz war Feierabend. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Nämlich, wir nehmen nur die ICs und gucken, ja, ob es vielleicht an Giruno und Co. liegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Wir müssen mal schauen. ICs hatten wir hier. Wir machen das jetzt mal hier doppelt, weil ich möchte dann schon natürlich mit dem Zug noch mitfahren. Den nehmen wir nicht. Aus Sicherheitsgründen mal im Moment. Aber wir nehmen natürlich noch ICE. Auch nicht den Diesel, den hier, den Dreier. Und davon eine ganze Ladung. Und jetzt mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Komisch, dass das abstürzt. Aber ja, wenn da ein Zug drin ist, der irgendwie halt nicht funktioniert, dann stürzt es halt ab. Normalerweise stürzt es ab, wenn man den Zug kauft. Jetzt ist das Spiel abgenippelt. Nachdem wahrscheinlich der sozusagen erfasst wurde im Depot drin. Turbolinie Frankfurt-Heisenberg-City. Okay. Kein Weg elektrisch. Ach, was ist denn jetzt kaputt? Moment. Lass nochmal laufen. Was hat denn unsere Toblerone für ein Problemchen? Sehe ich gerade. Haben wir der... Das ist ja der Lütticher Bahnhof. Haben wir der irgendwas gekappt? Ich würde sagen, den lassen wir mal stehen. Wir wollen erstmal hier mit dem IC mitfahren. Weil der steht auch noch da, wenn wir zurückkommen. Das tut nichts. Von daher müsste der nur rauskommen. Kannst du oder wartest du? Ja, wartet auf freie Wege. Wie gesagt, hier ist natürlich auch ordentlich Verkehr. Man kann jetzt natürlich wieder einmal mehr sagen, das war nicht so clever, den Zug hier aus diesem Depot rauszukaufen oder in diesem Depot zu kaufen. Weil bis der in seinem Gleis drin ist, vergehen ein paar Tage. Oh, guck mal, da kommt der Kollege. Daher geschossen. Ja, sehr schön. Kann es sein, dass ihr schon wieder keinen Ton mehr habt, ihr ICEs und Co.? Moment, ich muss mal hier runter. Doch, hier haben wir Ton. Das ist halt teilweise wirklich ein bisschen doof, dass man plötzlich bei den Zügen keinen Sound mehr hat. Der hat Sound. Okay, der hier hinten. Wo ist er? Hier unten ist er. Ja, die haben beide Sound. Also, kein Ding. Passt. So, kommst du raus? Nö, offensichtlich nicht. Man könnte jetzt natürlich hier ein paar Signale setzen, aber ich mache nicht gerne im Bereich des Bahnhofs Signale, das habe ich schon mal erklärt, weil wir da je nachdem andere Züge ärgern. Aber jetzt müsstest du doch eigentlich langsam... Ach nee, da ist auch noch einer. Ja, mein Gott, ist schön zum Zugucken, wenn die ganzen Züge natürlich hier rumdüsen. Macht auch Spaß, auch wenn wir eigentlich ja hier sind, weil wir den IC sehen wollen, aber wir haben ja einen gesehen, der ist durchgefahren. Hatte zwar keinen Sound, aber war trotzdem definitiv ein ICE. So, na, jetzt vielleicht? Wie sieht's aus? Bremsen lösen, Gas geben. Ja. Na komm, du schaffst das. Ich spüre es. Oh, der Scheibenwischer. Sehr nett. Los! Nicht los? Nein, nicht los. Irgendjemand ist hier immer noch am Stören. Der hier vielleicht, dass der rausfährt. Oh, da kommt gerade nochmal der andere IC. Und da kommt wieder der nächste. Vorher kamen sie doch raus. Nicht, dass wir hier wieder ein Problem haben. Stürzt zwar nichts ab, zumindest im Moment nicht, aber er möchte nicht.
Wir könnten es natürlich auch anders machen. Das würde aber heißen, dass wir erst morgen mitfahren. Das ist ja aber auch kein Drama. Dann haben wir morgen eine schöne IC-Fahrt vor uns. Dass wir nämlich den mal schnell hier behalten. Hier hingehen. Hier hinten. Und hier schauen wegen einem Depot. Die anderen Züge da oben, die können wir ja zur Not verkaufen. Ich möchte jetzt aber schnell wissen, was unsere Toblerone hier... Oh, was macht ihr denn hier? Aha. Okay, der ist... Ach, der stand auf dem Gleis. Der kommt jetzt nicht mehr rüber. Ist klar. Schauen wir schnell. Der müsste von hier wieder hier rein. Mal gucken, ob wir das nochmal schnell lösen können. Von hier rüber. Das müsste eigentlich zu machen sein. Sonst ist der natürlich verloren. Der ist auf dem falschen Gleis da hinten. Der muss von diesem linken hier ins rechte rein. Irgendwie. Das würde klappen. Sollen wir das mal machen? Dann ist er da auf dem linken. Ist natürlich auch falsch. Aber dann geben wir ihm hier noch die Möglichkeit drüber zu kommen. So, und das können wir eigentlich auch stehen lassen. So, kann er jetzt fahren? Der noch nicht hier, der ICE. Aber der hier unten, der müsste eigentlich fahren können. Ja, macht er jetzt auch. Okay, dann kommt er da hinten wieder auf seine Linie zurück. Und jetzt war eben die Idee, warum nicht eigentlich hier ein Depot machen? Dass wir hier die ICs kaufen und in die andere Richtung fahren. Weil man sieht, der hat tatsächlich immer noch keine freie Fahrt hier. Der steht immer noch. Da ist dann tatsächlich ein bisschen das Problem oder die Frage... hast du ein anderweitiges Problem? Oder liegt es tatsächlich nur daran, dass du kein freies Gleis hast? Ja, hier kommen sie und gehen sie. Es ist halt schon. Ist eigentlich genau, was wir wollen. Aber dann macht das Depot da keinen Sinn mehr. Also das Depot können wir natürlich stehen lassen. Das ist kein Ding. Aber Züge kaufen hier drin? Nö. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Moment. Da müsste ich Folgendes haben. Nämlich die Linie. Und dann hier Kollege ICE. Wo bist du? ICE, ICE, ICE. Nicht der Rundkurs, sondern ihr hier. Ach, da ist noch gar kein Zug drauf in dem Sinn. Moment. Wie kriegen wir die denn jetzt alle weg hier? Ich könnte ja mal einen kleinen Test machen. Wenn ich hier doch ein Signal hinstelle, kommst du dann raus? Machen wir es mal hier hin. Passt du hier hin? Jawohl. Aha, okay, doch. Dann kommt er bis da, kommt er raus. Also das ist tatsächlich ein Problem, dass er keine freien Gleise bekommt. Ja gut, liebe Freunde, ich würde sagen, dieses Problem schauen wir uns morgen nochmal in Ruhe an. Da ist ein IC. Guck mal, wir sehen doch noch ein IC. ja, wir schauen uns das Problem morgen an. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie ein Aufnahmeprogramm gebrauchen könnt, dieses Mirelis Action, ich habe zwei Keys, bitte in die Kommentare schreiben, wofür ihr das brauchen würdet. Und dann werde ich gucken, wer das bekommt. Ich werde dann einfach eine Auslosung machen. Ja, von allen, die da reinschreiben, bei denen es dann Sinn macht. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, morgen fahren wir mit dem Teil mit. Wahrscheinlich nicht von hier aus, sondern dann eben von Köln aus. Bis denne, tschüss, macht's gut.